Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch in Soundmind. They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Curiosity only brought her to me. Und wir erwachen in einem Keller. Ja, das fragen wir uns alle. How did I get down here? Ja, Wir sehen eine Welt voll Wasser. Was ist passiert? Nobody knows. Vielleicht finden wir es jetzt raus. Wir haben eine 100 plus. Ist irgendwie schon eine smarte, eine sehr charmante Lebensanzeige. So erinnert ihn so ein bisschen so an Ego-Shooter wie Doom oder sowas. So, was haben wir denn hier? Achtung, eine Katastrophe. Vergessen Sie das Leben, wie Sie es kannten. Alle Zeichen deuten auf eines hin. Bleiben Sie drinnen. Okay. Alles klar. Hier ist also auch Lockdown. Was für ein Scheiß. So, der Versorgungsgang. Space ist springen, alles klar. Oho. Gut. Crouchen. Okay, wir kriegen jetzt erstmal natürlich wieder so ein kleines Tutorial aufs Auge gedrückt. Ja, und da sehe ich schon erstmal gleich wieder diese Farben. Irgendwie, die halt auch wirklich das Cover sehr dominant gestaltet haben. Halt so ein bisschen so Color Out of Space von H.P. Lovecraft. Also so war meine Suggestion dazu. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, was es damit auf sich hat. It's locked. There's a keyhole. Guess not. Guess not. Oh, okay. Vielleicht sollten wir... Dieser nicht zum Akku, zieht ihr uns Power ab? Oh ja, okay, alles klar. Gut, die zieht uns Kraft ab, da bleiben wir also fern. So. Oh, schon wirklich creepy die Stimmung hier. Ich hätte ja gerne. Ist das so ein Detail da? I might be able to break this with something. So, haben wir denn hier? Jawohl, hier haben wir eine Flashlight. Das will kommen, Handy. Oh, und zieht Batterie ab. Nein. Nein, warum denn? Wieso? Warum so real? So, schon mal gleich da ein Stuhl. Warum steht da jetzt ein Stuhl? Hello. Okay. Na, da ist aber jemand höflich und stellt sich vor. Muck ist auch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Arbeitszimmer. Na, das ist aber ein einladendes Arbeitszimmer. Können wir hier die Feuerlöscher nehmen? Nein. Oh. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Oh, Flurschlüssel. Das ist ein Schlüssel für die Flurtür. Super. Eine Batterie. Plus 10. Ah, okay. Eine Batterie gibt es also plus 10 Batteriepunkte. Die Werkbank steht allen Mietern zur Verfügung. Außenanwendung nicht gestattet. Ja, wer schleppt das Ding wohl raus? Die Verwaltung trägt keine Verantwortung für selbst zugefügte Verletzungen. Vorsicht, entfernen Sie kein Werkzeug aus diesem Raum. Der Hausmeister. Alles klar? I can probably assemble something here. Okay, das ist jetzt... Scheinbar können wir darauf ein bisschen was bauen oder so. Not working. Die Stimme ist auch wirklich cool gemacht. Gefällt mir. Dann würde ich doch mal sagen... It's locked. There's a got it. Got it. Schön. Wie er sich freut. I got it. Yes. Let's do it. Was haben wir da? Jetzt noch eine Batterie. Was haben wir hier? Eine Gasmaske. Hol dir die Gasmaske aus dem Heizungskeller. Aus dem Heizkeller. Da findet man auch noch was drin. Was haben wir hier noch zu lesen? Gasaustritte können gesundheitsgefährdend sein.
Falls Sie ein Gasleck im Heizraum riechen, sehen oder hören, verlassen Sie sofort das Gebäude und benachrichtigen Sie mich, der Hausmeister. Alles klar? Können wir hier rein? Nö. Gehen wir nicht. Waschküche. Looks like you can be cut. I can probably cut this with something. Aha, okay. Also wir müssen anscheinend erstmal hier ein Messer, Cuttermesser oder irgendwas finden. Was haben wir hier? Nochmal eine Batterie. Und wir sind früh. Okay, Fahrstuhl. Repariere den Aufzug. Och komm, echt jetzt. Regeln für das Kellergeschoss. Der Keller ist rund um die Uhr für Mieter geöffnet. Keine Gäste. Die Verwaltung übernimmt keine Haftung für Dinge, die in Hosentaschen vergessen oder beim Waschen zerstört wurden. Werkzeuge aus der Werkbank müssen im Werkraum bleiben. Verbleiben. Was im Keller vergessen wurde, bleibt dort. Bis sie es wieder abholen. Der kleine Timmy. Okay, die Waschküche. Können die öffnen? Ja, können wir. Ah, sabba, sabba, sabba. An die Mieter. Einige der Waschmaschinen hatten in letzter Zeit einen Kurzschluss. Möglicherweise laufen sie mit Universalsicherung. Trotzdem bitte ich Sie, sie nicht selbst zu reparieren. Rufen Sie mich, wenn etwas nicht stimmt. Der Hausmeister. Der arme Hausmeister muss hier sehr, sehr viele Briefe anscheinend schreiben. Sehr viele Zettel. So, dann nehme ich mir doch erstmal. Okay, alles klar. Wir haben die Universalsicherung. Kann ich hier so einen Plattformer machen? Kann ich da rüber? Probiert mal. Oh, was haben wir da? Fastonyde. Erhöht dein Tempo mit jeder dritten Pille. Ah, alles klar. Okay, wir können uns so ein bisschen aufskillen. Cool. Nice. It's a fuse box. So, jetzt. Success. Ist jetzt hier was vorne drin? Ah, nee, die bewegt sich. Ah. Nice. Okay, ist da was hinter? Oh, echt jetzt, ja? Ach, geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, okay, vielleicht können wir sie vorne aufmachen. Oh, eine Pistole. Pistolengriff, der Griff einer Pistole. Ach kommt, echt jetzt? Warum denn nicht eine ganze Pistole? Okay, wieder rausgenommen. Wo geht's jetzt hier hin? Na? Neugierig. Was? Nö, überhaupt nicht. Ich rieche eher an den Lüftungsschichten rum. Das ist mein Hobby. Muss ich jetzt hier wieder hin? Ah! Okay. Da muss also die Sicherung rein. It's a fuse box. Oh! What? Alles klar. Da oben wartet nichts Gutes auf dich. Wenn ich du wäre, würde ich es mir hier unten gemütlich machen. Okay. Sieht etwas defekt aus. So, okay, wir sind im Basement und wir können nur die 2 drücken. Also, drücken wir die 2. What? Wer fand das? Und wir haben die Aufgabe verlassen, den Keller abgeschlossen. Die Musik gefällt mir sehr, muss ich sagen. Die komplette musikalische Untermalung. Hier liegt eine Batterie, die lasse ich aber noch liegen. Because of, wir haben 99%. What? Ah, alles klar. Zimmer 475. Zu. Wagen hier, klar. Auch Zimmer 475. Macht Sinn. Oh, das ist, hier ist meine Wohnung. 666. Aber leider auch verschlossen. Und dann natürlich die äußerst symbolische Zahl 108. Telefon. Okay.
Is anybody even out there? Das sieht nicht so aus. Oh, krass. Eine Katze. Miet! Schön. Schöne Präsentation nochmal. Toll. In Sound Mind. Es sieht wirklich nicht so schön aus. So, das ist auch kein Wasser, ne? Das ist alles so petroleumartig irgendwie von der Färbung, so wie Benzin. Schillernd. Sieht nicht so gesund aus. Willkommen bei Fallout. ja. Wir waren doch gerade auf Wände. Schön. 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 So, hier hinten brauchen wir anscheinend noch was zum Schneiden. Mein Büro. Ah, schau. Bitte? There he is. Long have I waited for this moment. To watch as you scramble for your last breath. As you try to make sense of your reality and the gravity it carries. Pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. I will have you, Desmond Wales. I will have all of you. Aha, wir sind also Desmond. Desmond, was für ein Name? Desmond. What am I doing? Ja, it's my tape player. Erkunde den ersten Stock. Sammle alle Pillen im Gebäude. 23 übrig? Okay. Finde die restlichen Pistolenteile. Ich würde mich gerne hinlegen. Wir sind anscheinend sind wir Psychologen. Wenn ich jetzt das Interieur richtig deute. Oh, da ist noch jemand da. Jetzt hört sich hier so nach Generator an. Zimmer 0. Gehen wir nochmal rein. Kann ich hier rein? Mein Haus. Okay. Liebe Bewohner, wir von Meyer Pharmaceuticals möchten Ihnen gerne für Ihre fortgesetzte Unterstützung für unser Unternehmen und das neue Verteilerzentrum hier in Milton Haven danken. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität. Nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch als Ihre Nachbarn. Weitere Informationen über das, was Meyer Pharmaceuticals in Ihrer Nachbarschaft für Sie macht, erfahren Sie unter 1800 Meyer. Oder senden Sie uns eine E-Mail an nachbarschaftspharma@meyer.co.biz. Vielen Dank und einen gesegneten Tag. Marketing und Kommunikationsarbeit, Meyer Pharmaceuticals. Ja, das hat ja schon bei Umbrella so super geklappt. Warum nicht also auch bei Meyer? So, hier haben wir nochmal... Die hole ich mir noch. Ja, die nehme ich mir noch gleich. Hier sind meine Diploma? So, hier können wir noch ein bisschen Power auffüllen. Küchen ist leer. Uhr geht auch nicht so wirklich vorwärts. Scheinbar sind wir hier jetzt irgendwie in einer Art Zwischenwelt oder irgend sowas. In einer Traumwelt. Ein Tape. Tonband Desmond. Eine weiße Tonbandkassette. Habe ich die aufgenommen? Muss ich wohl. Okay, cool. There's no one out there. There's no one out there. Shinitsu! Milton Haven Emergency Broadcast System. Okay. Gitarre spielen. Wunderschön. Spielt er mal dieselbe Melodie? Nee. Genug dessen.
sehen wir uns die Wohnung weiter an. Tja, ist hier mal ein Kamin hinter gewesen? Oder warum ist hier so ein Steinvorsatz und wird das ja... Okay, komm nicht rein. Komm hier hinten rein. Yes. Das Badezimmer. Kein Spiegelbild. Nein. Oh, die Zahnpasta. Aber auch bis zum letzten ausgequetscht. So, wie kommen wir denn hier hin? Muss ich jetzt hier irgendwo einen Schlüssel finden? Gibt es hier einen Schlüssel? Hier ist der Key. What should I do? Sollte ich jetzt einfach hier bloß die Kassette finden, oder was? Könnte ich schon wieder raus? Ja, könnte ich. Hm, okay. Alles klar, dann würde ich mal kurz in mein Büro gehen. So, das gerade. Wo ist das? Eine Batterie. Den nehmen wir. Und, It's my tape player. Kassette ins Tape Player stecken. What? Okay. Okay. Ja, das ist überhaupt gar nicht unheimlich und befremdlich. Aber wir gehen einfach mal ins Licht. Okay. 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 Ja, scheinbar erleben wir durch die Tonbänder irgendwie rückwirkend eine Geschichte. Tonband Desmond. Was ist hier? Was ist der Plan? In an unexpected turn of events. It seems I'm the one who's losing my mind. Why how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. That's it. Okay. Ist ja schon ein karges Eiland hier. Ich warte mal. Da ist die nächste. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are... Well, I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Okay. Der Zusammenbruch, also... Jetzt der Zusammenbruch einer bestimmten Person oder der Zivilisation, oder... Und er sagt, dass im Milton langsam alles so ein bisschen... Seitenwut? We're dropping like flies. Dying. Okay. Oh, poor Virginia. I should go over their cases. I need to understand what this is. Aha, okay. Virginia. Who the fuck is Virginia? If I can get through this, if I can just keep my mind focused... I must stay aware, awake, alert. Okay, alles klar. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir müssen wahrscheinlich die Patientenfälle alle durcharbeiten. Um, wie er gerade selber sagte, fokussiert zu bleiben. Und nicht drauf zu gehen. Wiedergabe. Was hat das mit dieser Katze da zu tun? My Beuro. Ah, schau mal, jetzt liegt die Kassette hier. Hui! Tanya! Nichts. How? I mean, hi. Na? I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Der Aufzugsknopf, wahrscheinlich für den ersten Stock, sehr schön. Oh ja! Good kitty. Forkidi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 k
wir erstmal. Do you Hallo? Know how a Rorschach test works? I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an ink blot, there's a problem. Try and avoid your problems now. Na, das ist aber auch eine schöne Interpretation dessen. What? I can sneak past it. I know I can. What? Muss ich ihn jetzt hier umschleichen? Kriegt er mich jetzt? Ich hab doch nur eine Taschenlampe. Kann ich die mit der Taschenlampe treffen? Komm mal auf. Ich sag mal auf. This elevator button, it works. It works. Come on. Let's push the button. Okay, alles klar. Also wir haben jetzt auch wirklich aktive Feinde, die uns hier jagen. Das ist so geil. Das stresst mich. Das stresst mich auch jemand so weit. Was ist das hier? Kratzbomben darstellen? Hässliche Etagere. Okay, hier haben wir wieder eine weiße Tür. Apartments. Und hier haben wir wieder 666. 42. Ah. Die Lösung auf alles. Okay, hier können wir rein. Ich würde gerne irgendwie mal ein Messer finden, um das mal durchzuschneiden. Hallo? Hallo, Sir? Ich bin noch am überlegen, ob ich das mit einem Patch spiele. Zwecks der... eine ganze Menge. Zwecks der ganzen Hüfeinlagen hier. So, was haben wir denn? Wenn du das hier liest, heißt das, dass ich recht hatte. In dem Fall Schlitten, zweiter Stock, über die Münzautomaten, Laufwartungsraum im ersten Stock, mit Klebeband unter dem Tisch befestigt, Griffkeller hinter der mittleren Waschmaschine. Du hältst mir den Rücken frei und ich dir, L. Ah! Schau mal an, hier werden uns die Waffenteile verraten, wo die sind. Irgendwie, den Griff im Keller haben wir ja schon, ne? Hinter der mittleren Waschmaschine. Schlitten, zweiter Stock über dem Münzautomaten. Und der Lauf im Wartungsraum im ersten Stock mit Klebeband unter dem Tisch befestigt. Cool, alles klar. So, eine Batterie. Noch eine, die man... Wir sind voll. Ditektinol. Erhöht deine List mit jeder dritten Pille. Was ist denn List? Kann ich denn besser sneaken? Oh, das List. Tja, schade eigentlich. Na gut. Gut zu wissen, dass wir hier noch ein bisschen Vorräte haben. Klack, klack. So, dann lass uns doch mal hier im ersten einen Schreibtisch suchen. Doing. Also sei doch nicht so selbstkritisch. Was mache ich hier nur? Are you having fun on what is obviously a path to self-destruction? Come on, Doctor. It's Psychology 101. Aha. Wer zur Hölle ist das, der uns da ständig anruft? Locked from the other side. Nicht so schön. Was ist hier drunter? Yes! Pistolenlauf. Geil. Sehr schön. Können wir hier durch? It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. AP ist voll. Mann, ich will was scharfer zum Durchschneiden. Damn. Ugh.
Scherbe nehmen? Virginia's Apartment. Ach du Schande. Okay. An unsere geschätzten Kunden. Mit großer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unser Geschäft zum Ende dieser Woche schließen werden. Leider können wir nicht länger mit den großen Supermarktketten konkurrieren, die unsere kleine Stadt erobert haben. Wir möchten Ihnen für Ihre langjährige Treue danken und laden Sie hiermit herzlich zu unserem Ausverkauf diesen Donnerstag ein. Bewahre dir deine Eleganz, Milton Haven, Eden's Grove Lebensmittelladen. Tja, schade sowas, ne? Sieht man heutzutage leider viel zu oft, dass die großen Ketten halt diese kleinen Läden einfach alle platt machen. So, noch eine Batterie. Nochmal immer Feeling Judged. ist ja nicht für eine Cornflakes-Marke. Fühlst du dich gerichtet? No, so. Mein Liebling. Nun muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich verwundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist er kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde, aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das ja mal zu deinem Vorteil nutzen. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte geh ans Telefon. Mom, Dad und Freddy. Okay, ist Virginia, würde ich jetzt mal sagen, eine Patientin von uns? Ma, die Krake ist ja geil. Hallo. Ja, scheiße. Mann, ich will hier durch. Looks like it can be cut. Ich würd's ja gerne cutten. Können wir hier nicht irgendwas aufnehmen, was schneidet? Unverzeihlich geht's hier. Okay, also wir haben halt gelesen, sie geht halt nicht ans Telefon. Irgendwie, sie muss ihren Laden dicht machen. Das allein ist ja manchmal schon ausreichend irgendwie, um einen so ein bisschen aus Gleichgewicht zu bringen. Oh, hier ist noch eine Door. Ein Brief. Bleib nicht im Bett. So. Immer noch ein Tape. Tonband Virginia. Eine violette Tonbandkassette von einer Sitzung mit Virginia. Okay. To von Virginia Rule. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin wie hübsche Frauen und führt mich fort ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nehmen die meinen. Ich frage mich, wie sie nachts kann träumen. Meine Albträume sind ein zeitloser Fluch. Ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Ja. Okay. Zutiefst irritierend und besorgniserregend. Hoffnung ist alles, Krankenhaus. Rechnung für rechtliche Infos zu bezahlen. Okay. Erhalten von Gemma Rule $108.75 für Naht für Gina Rule. Operation, Medikamente. Okay, ja, eine Krankenhausrechnung. Erhalten, bestätigt durch Dr. Pinksy. Komischer Name für einen Arzt, aber bitte. Gehen wir mal wieder zurück. Wir haben eine Tonbandkassette gefunden. Also lass uns doch in die zweite Etage fahren und sagen, lass uns mal ein Tonband hören. Geile. It's unbearable, isn't it? The pain of losing a patient. Virginia trusted you when she died because of it. What will you achieve by listening to her tape? Vindication, absolution. Retribution for your misdeeds. Think about it. Alter, was haben wir getan? So, Batterie nehmen wir mit. Hier vorne waren wir. Na denn, lass uns hochgehen.
Mich würde mal interessieren, ob das Vieh jetzt noch im Flur ist. Aber vorher tatsächlich erster Stock. What? Wir haben den zweiten gedrückt, oder? Ja. Münzautomat. Auf dem Münzautomat. Müsste noch ein Waffenteil sein? Tatsache. Pistolenschlitten. Bau die Pistole an der Werkbank im Keller zusammen. Bevor ich jetzt irgendwelche Kassetten abspiele. Gehe ich natürlich jetzt runter in den Keller. Und baue mir eine Pistole zusammen. Ah, okay, alles klar. Er packt alles hin. Zack, zack, zack. Pistole, alt und zuverlässig. Ist schon lange her, dass ich zuletzt so eine benutzt habe. Ja. I hope I don't have to use this. Ach, Jules, Alter. Ach, Jules. Why? Aber es gibt ein das trügerische Gefühl von Sicherheit. Mich würde mal interessieren, ob man jetzt diese Viecher, sollte es hier noch auf dem Flur sein, damit töten kann. Alter. I have a feeling, a hunch if you will, that looking into your patient's death will result in a similar fate. Don't misunderstand. I want you to die. But maybe not so early. Try not to shoot yourself with that pistol you found. Well, that would be quite funny. Toller Typ. Toller Typ. Und warum steht denn das jetzt da? Voll. Ah, ein bisschen Ammo. Nice. Oh, sauber. Sauber. Semi gut zu sehen. Pistole plus Fass gleich. Boom. Alles klar. Dann probieren wir das doch mal. Oh, okay. Okay, also die Pistole scheint recht wehrhaft gegen diese Viecher zu sein. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hier können wir jetzt das Band reinhauen. Haben wir ansonsten noch irgendetwas? Nö, wir haben bloß das Tape. Here we go again. Here we go again. Na dann, Virginia. Okay, der Raum verändert sich wieder. Leicht violett leuchtende weiße Tür. Interessant. Oh, der leuchtet leicht violett. Das ist krass gemacht. Das ist wirklich krass gemacht. Okay, ich nehme trotzdem erstmal die Taschenlampe. Oh. Hüpf. It's just sad, you know? It's not fair. I've been getting food and stuff from Eden's Grove for like my whole life. They expect me to just be okay with them ruining this town and forcing me to shop at their place? This makes me really sad. Am I crazy? I am crazy, right? No. Changes like these can be uncomfortable. Eden's Grove was certainly a staple of the community. Okay, alles klar. Ja, da drüben müssen wir hin. Da kommen wir aber nie hin. So, ja, was ist der Virginia zugestoßen? I can't get my food at Palmabart. I won't. Well, what other options do we have? Perhaps outside of Milton Haven? No, that's even further outside where I feel safe. Ja, ist krass. Ich habe auch jemanden im Freundeskreis, der hat wirklich arge Probleme, in wirklich großen, belebten Läden einzukaufen irgendwie. Also der fährt lieber um 23 Uhr an eine Tankstelle, wo niemand drin ist, außer der Verkäufer, nur um keinen Menschenkontakt zu haben. Das ist wirklich... Das ist schon krass. Rational erklärbar, ne? Irgendwie. Also in seinem Falle, bei ihr weiß ich jetzt gar nicht. I understand. And believe that there's an opportunity here to work on our exercises in small and timely steps. I can see you're getting nervous. That's okay. Okay, und er versucht halt natürlich so ein bisschen so mit dieser
Konfrontationsgeschichte mit der Kontrollierten. Ich kann es da wirklich rüberspringen, da liegt dann die Hose hier. Oh! Ui, 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 ui. Okay. Scheinbar erfahren wir wirklich über die Kassetten halt anscheinend die Geschichte unserer Patienten. Sprecht man offensichtlich aus. I'm sorry. I just... What if it overwhelms me? We focus on the breath. Remember, you can call me if you need to. Okay. Also wir können an keine Autos ran und irgendwie hat sie wirklich arge Probleme hier in diesem Homermarkt einzukaufen. Warum auch immer. Ob es vielleicht an den Leuten liegt, das ist halt auch so ein Walmart, so ein gigantisch großer Laden, oder vielleicht liegt es an einer Einzelperson da drin, oder? Schlechte Erinnerung, schlechte Erfahrung.